Hi, hier ist wieder Messbus, ich bin's Erik. Wir haben heute ein ganz Special, mal ein bisschen was aus der Messtechnik-Szene. Wir gucken heute mal an, wie eine Koordinatenmessmaschine funktioniert. Und wenn euch das interessiert, wie immer dranbleiben. Ja, dann gehen wir einfach mal los und gucken mal, wo die Koordinatenmessmaschine sich befindet. So, und jetzt muss ich das mal ausschalten, weil hier gibt es noch ein paar Exponate, die haben so Geheimhaltung. Also das darf ich hier nicht weiter filmen. Wir filmen dann direkt, wenn wir an der Koordinatenmessmaschine stehen. Ja, ich hatte euch ja gesagt, wir wollen uns eine Koordinatenmessmaschine angucken hier. Und jetzt als erstes stelle ich euch erstmal hier denjenigen vor, der die Koordinatenmessmaschine besitzt. Ja, am besten stellt sich selber vor. Ja, mein Name ist Stefan Hostert. Ich bin schon seit 32 Jahren messtechnischer Dienstleister. Habe auch das Unternehmen FEMET gegründet. Und wir sind hauptsächlich im Bereich Automotive tätig. Da als Prüflabor, haben aber auch noch andere Geschäftsfelder. Und ja, das Koordinatenmessgerät an sich funktioniert wie folgt. Also es gibt drei Achsen, also dieses Gerät ist ein Portalmessgerät. Es gibt drei Achsen, die über einen Glasmaßstab oder Zero-Dur-Maßstab abgegriffen werden. Der Computer verarbeitet dann die Signale und über einen Tastkopf werden die Messpunkte aufgenommen, im Rechner dann verarbeitet und verknüpft. Wir haben ein Messprogramm, das nennt sich Calypso, das ist auch von Zeiss. Damit kann man im Grunde genommen dann alle Auswertungen, die da nötig sind, fahren. Also man kann sowohl einfach Abstände messen, das sind dann die einfacheren Dinge, man kann aber auch Formfehler wie Rundheiten, Geradheiten und auch Konturen abfahren nach CAD-Soll-Daten und ja dergleichen mehr. Also wir tasten mit Rubinkugeln an, hauptsächlich, es gibt aber auch Stahl oder Was ist Hartmetall. Rubin? Ist es ein Glas oder sowas Das oder ist ein Kristall oder sowas? Rubin ist ein Ach Edelstein, so, aber also wie der Rubin Edelstein, ja? Wir benutzen natürlich Industrierubine Ach so, okay. und Also es du gibt hast. auch Industriediamanten Also du bist ja oder verheiratet, aber du hast jetzt nicht so einen Rubinring hier mit so einem ich bin Tastkugel. verheiratet, nee, Ja, ich habe so eine einfach einen Rubinkugel drauf, ganz normalen Ring, da ja. wäre dann mal nochmal was so für so die goldene Hochzeit oder sowas halt, ja. So. Später mal, dann machst du noch so einen Ja extra gut, die Stein hier. Silberne habe ich ja schon Das hinter ist eigentlich mir. so genau. Also, okay, da musst du noch ein bisschen, kannst du dir immer Gedanken machen, wie du die Rubinkugel reinkriegst. Genau. Das Interessante ist aber hier, dass wir hier mal eine Möglichkeit haben, dass dieses Gerät, was quasi eine Längenverfahrung in drei Richtungen macht und dann über diesen optischen Maßstab das halt abgreift halt, ne, die genauen Positionen, weil ich habe mich immer überlegt, so mechanisch wird das sehr, sehr schwierig werden. Und der Stefan hat mal von irgendeiner alten Koordinatenmessmaschine so ein Teil ausgebaut und da können wir uns das nämlich, der steht hier in der Ecke und deshalb habe ich hier das Video gemacht, da können wir uns das mal angucken, wie das aussieht. Dann nehmen wir das Ding mal mit hier. Ja, und hier haben wir eigentlich diese optische Messeinheit, also wo wir dann also diese Bewegung, die haben wir ja auch mal gefilmt, wenn es quasi hier so hoch und runter geht, macht eigentlich dieses System. Und das ist hier dieser, wie nennt sich der Maßstab? Zero-Dur, Zero-Dur-Maßstab. das ist halt eine optische Oberfläche, oder? Sieht Genau. aus, sieht aus so für uns so wie so Das ein ist Metallspiegel oder ein. so, also wie so ein Spiegel im Spiegel eigentlich. Und dann ist eine ganz feine Skalierung, aber das kriege ich jetzt hier aus meiner Kamera nicht Genau, rauf. natürlich nicht. Also die ist mü unterteilt, also um tausendstel Millimeter. Und Und wo das, sitzt, wo also sitzt die? Zero-Dur ist praktisch ein Glasimitat. Und hier würde normalerweise die Kamera drauf sitzen oder wo sitzt die denn? Ja, Also, die sitzt hier irgendwo ah, dahinter. dahinter. Ach, die ist noch eine drin hier in Ja, dem Ding. genau. Ah, okay, also Da hier steckt eine hier ist noch drin. einer drin. Ja. Und der ganze Block hier, das ist ein Keramikblock hier. Ja, wir sagen dazu Pinole. Also das ist So. jetzt die ausgebaute Z-Achse. Also Mhm. die Achse, die im Koordinatensystem Das ist, Messgerät hoch und runter ja, fährt. genau.
Das können wir nochmal, dann zeigen wir nochmal hier ganz kurz das Links und dann blenden wir das mal ein hier ein bisschen. Aber das ist sehr interessant, weil sowas sieht man relativ selten, aber das System ist eigentlich ähnlich, wie es auch beim anderen Messsystem halt zum Teil hier mit verwendet wird. Also der Antrieb erfolgt hier über einen Schrittmotor, der hier jetzt ist, und die Führung ist pneumatisch, also mit Luftkissen. Ja, das habe ich schon gehört hier, das hat man, wenn du vorhin gefahren bist, also gemacht, so ein bisschen. Okay. Jetzt haben wir hier nochmal so Koordinatenmaschine, und zwar ist das dann hier unten, das lange, also das, was hier so lang hier lang geht, das ist unsere X-Achse, würde ich jetzt mal sagen, oder? Ja, die X-Achse ist, Entschuldigung, die ist jetzt. Achso, das ist die X-Achse, okay. Und das ist die Y-Achse. Das ist die Y-Achse und das ist hier die Z-Achse, die steht jetzt hier im Raum, und das ist da drinne, wo hier dieser Tastkopf hier dran sitzt. Das Teil war hier drüben ausgebaut. Das ist jetzt hier normalerweise hier drin verbaut. So ist es. Ja. Und dann können wir hier verfahren und das messen. Also sehr interessant. Stefan hat mir auch mal verraten, dass Mitte der 80er oder so war das ja. Warte, wir können uns hier nochmal reinstellen, die Geheimnisse von so einem Urgestein der Koordinatenmesstechnik. Und was mit rüberkommen hier? Wann hast du gesagt, so Mitte der 80er kam so die erste, hat Zeiss das erste rausgebracht oder so? Oder 70er Jahre schon halt, ja. Also schon eine Sache, hatten die dann schon Computer damals da dran oder wie haben die das gemacht? Oder? Die hatten die ersten HP-Rechner, diese Tischrechner. Mit Lochkarte hatten die dran. Ja. Ne? Er hat mir immer gesagt, als er angefangen hat, damals gab es noch nicht mal E-Mail, da wurden die Aufträge noch mit Fax rumgeschickt, halt so ein bisschen. Also halt, ich habe Mitte der 80er Jahre mit der Messtechnik begonnen. Ich habe 1981 meine Ausbildung als Stahlformenbauer Werkzeugmacher begonnen bei der Firma Stiel. Ah, okay. Und kam dann auch über diese Firma Mitte der 80er zur Messtechnik. Das sind jetzt nahezu 40 Jahre. Ja, also wie gesagt, wirklich ein Urgestein hier der Messtechnik, muss man so sagen halt. Und Stefan hat aber nicht nur super Expertise, also wenn er was hier mit Koordinatenmessmaschinen, er macht auch so Beratung, wenn jemand mal sagt, hey, ich brauche mehr Messraum, ich brauche sowas, da kann man ihn fragen. Und ansonsten hat er aber auch so eine andere Leidenschaft. Und zwar, das ist so ein bisschen auch die Produkte von 3D Systems, so Reverse Engineering. Also da machst du ja auch Trainings da für Scannen. Also er hat ja noch einen Scanarm mit einem Scankopf. Und da er ja Werkzeugbauer ist, und wobei CAD hast du dir ja später erst beigebracht, oder? In den 80ern, da waren mit Computer Aided Design lief da noch nicht viel, oder? Weil Reverse Engineering war da noch nicht erfunden halt. so ein bisschen. Ja, aber da bist du ja auch super fit in dem Thema halt. Ne? Ja. Also das ist ja was nicht so viele Leute können. Reverse Engineering ist ja relativ speziell. Und wir können aber noch mal ganz kurz was zeigen hier. Und zwar, wir haben ja hier die Messtastenspitze, und das wird ja jeden einleuchten, wenn wir verschiedene Bauteile haben, dass wir natürlich eben verschiedene Taster brauchen. Und da sehen wir hier so eine kleine Auswahl, da wird es ja wahrscheinlich noch viel mehr geben. Tastermagazin nennen wir das. Ne? Genau, und da fährt dann das System automatisch rein und kann die Taster eben auswechseln. Also du musst das ja wahrscheinlich vorher programmieren, dafür gibt es ja quasi ein Computerprogramm. Und dann hat er hier noch so eine Konsole hier, so ein... womit er den Taster auch hin und her fahren kann, also manuell. Weil, so was ich verstanden habe, so das feine Anfahren manchmal, also wenn jetzt einer beim Programmieren da Mist programmiert hat, dann würdest du den Taster da in ein Bauteil reinrammeln. Und das ist ja für so ein Präzisionsmessgerät jetzt nicht so der Kracher, Alter. Nee, das kostet vor allen Dingen Geld. Bruch kommt vor, aber es kostet halt Geld. Ja, so, okay, also Namenschmerz. So, finanziell. Genau. Also. Naja, aber wie gesagt, und dafür gibt es hier so ein Tastermagazin, aber was gibt es an Taster? Da gibt es bestimmt 100 Stück Modelle oder sowas, ja, wenn man alles Mögliche nimmt, oder? Ja, also wir haben Hunderte. Also ihr habt Hunderte halt so ein bisschen, ja, okay. Alles da. Also da wie gesagt, hier. Also in allen Durchmessergrößen, dann gibt es Scheibentaster, dann gibt es welche in Hartmetall, dann gibt es welche in Diamant. So, es gibt mit Keramikschaft, mit Kohlefaserschaft, mit Stahlschaft. Ne? Je nach Anwendung, Messkräfte, muss man da auch verschiedene Taster nehmen. Ne? Ah, okay. Und hier habe ich auch was anderes Interessantes bei dir. Also, ich muss das mal einblenden, entdeckt hier. Ich dachte ja so, GPS, das haben hier die Amerikaner erfunden als Global Position System, aber das haben die einfach auch nur wieder in Deutschland geklaut. Bei Zeiss. Bei Zeiss hat das jetzt nicht erfunden, aber bei der Zeiss Akademie haben die das haben sich das abgeschaut. GPS ist mittlerweile Normenstandard. Ist Normenstandard halt, ja. Ja, also war ein super Ausflug hier. Also wie gesagt, habt ihr mal, wir sind jetzt mal bei Laserscanning TV, aber Metrology, ich erzähle öfters mal was von irgendwelchen Metrology-Scannern, und Koordinatenmesstechnik gehört mit dazu. Und ich glaube, für die alle, die auf dem Kanal sind, interessieren sich ja für Messtechnik. Und da wisst ihr jetzt mal, wie so ein Koordinatenmessgerät funktioniert, weil da habt ihr eigentlich nur eine Chance normalerweise, das zu sehen, dass auf der Control
Weil dass du in irgendeiner Firma da in Koordinatenmessraum so einfach reinläufst, das halte ich für sehr ausgeschlossen halt. Das sind ja meistens auch so eine kleinen Heiligtümer da halt, ja. So, dass du da einfach da mal die Tür aufreißt und reingehst, Eher nicht. Das empfehle ich euch nicht ja. halt so. Alles klar, ja. Aber echt mal spannend halt. Vielen Dank. Jupp.